Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier möchte ich Ihnen gerne 5 praktikable Tipps geben, wie Sie sich in einer Krise selbst stärken können. Ja, wie geht es Ihnen? Vielleicht sind Sie im Moment angestrengt oder genervt oder überfordert. Das wäre jedenfalls kein Wunder. Ich glaube, wir können in diesen anstrengenden Zeiten alle eine Stärkung gebrauchen. Und so schön es auch ist, von anderen unterstützt zu werden, so ist es doch auch gut, wenn wir uns auch selbst bestärken können. Und dazu haben wir hier ein großartiges Instrument in unserem Kopf. Und zwar sagt man ja nicht umsonst mit dem Sprichwort, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Mit Ihren Gedanken können Sie nämlich Ihre Stimmung beeinflussen und Sie können sich vom Opfermodus in den Stärkemodus bringen. Und dazu möchte ich Ihnen gerne 5 Tipps geben, wie Ihnen das nämlich gelingt. Und zwar auch dann, wenn Sie gerade Probleme haben oder wenn Sie unter der allgemeinen Lage oder auch unter einer speziellen Situation leiden. Mein erster Tipp ist, benennen Sie Ihre Krise um. Wenn Sie von einer Krise sprechen oder von Chaos oder von Desaster, dann polen Sie sich damit fast automatisch auf Überwältigung und auf Ohnmacht. Wenn Sie aber stattdessen von einer Herausforderung sprechen oder von einer kreativen Anforderung oder vielleicht auch von einer Chance zur Veränderung oder zur Besinnung, dann haben Sie das Heft in der Hand. Nun ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, formulieren Sie doch mal das um, dann sagen Sie vielleicht, naja, ganz schöner Unsinn. Damit rede ich mir die Lage doch nur schön und das ändert sich überhaupt nichts. Stimmt, Sie reden sich die Lage schön statt schlecht. Aber es ist so, Worte haben Magie. Vielleicht erinnern Sie sich an mein Video und meinen Podcast »Die Magie der Worte«. Worte bewirken etwas in uns und eine positive Formulierung macht sie stärker und gibt ihnen Hoffnung. Die Richtung der positiven Psychologie, eine bestimmte Sparte der Psychologie, hat herausgefunden, dass hoffnungsvolle Menschen stärker sind und auch länger durchhalten als andere. Und wenn Sie sich selber in einen stärkeren Modus bringen, dadurch, dass Sie auch ein anderes Wort verwenden, dann haben Sie natürlich mehr Hoffnung. Also probieren Sie es selber aus. Schreiben Sie doch einfach mal Ihre negative Aussage, also das, was Sie so über die Situation sagen würden, auf und versuchen Sie dann, das positiv zu formulieren. Spüren Sie dann in sich hinein, wie unterschiedlich sich das auf Ihr Gefühl auswirkt. Ich bin gespannt, welche Erfahrung Sie damit machen. Ich jedenfalls wende das häufig an und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Mein zweiter Tipp lautet, vergleichen Sie sich nach unten. Ihnen geht es gerade nicht so gut, Sie leiden vielleicht unter Isolation, Einsamkeit, oder unter einer Krankheit, oder Sie sind einfach von den äußeren Umständen, unter denen wir alle leiden, einfach nur deprimiert. Dann hilft Ihnen ein Blick auf diejenigen, denen es schlechter geht als Ihnen. Die amerikanische Schriftstellerin Helen Keller war seit ihrer Kindheit blind und taub. Und sie schaffte es trotzdem zu studieren und Bücher zu schreiben. Und von Helen Keller stammt der Satz, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemand sah, der keine Füße hatte. Ich finde diesen Satz sehr beeindruckend. Deshalb finden auch Sie trotz Ihrer Situation Dinge, für die Sie dankbar sein können. Fragen Sie sich, was läuft trotz alledem noch gut? Und welche Fähigkeiten besitzen Sie, um die Krise zu überstehen? Dann wird die Situation auf jeden Fall erträglicher. Meine dritte Anleitung lautet, fragen Sie sich, was kann ich daraus lernen? Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat das berühmte Wort gesprochen, wer das Warum kennt, erträgt fast jedes Wie.
betrachten Sie doch das, was Ihnen da gerade passiert, einmal als kostenloses Coaching vom Feinsten. So als eine Art geistige Feuertaufe. Fragen Sie sich, was kann ich daraus lernen? Oder welche Fähigkeiten muss ich entwickeln, um damit umgehen zu können? Das kann ganz vielfältig sein. Vielleicht geht es darum, dass Sie eine bessere Kommunikation lernen. Oder dass Sie lernen, auch allein glücklich zu sein. Möglicherweise geht es um mehr Selbstliebe oder darum, dass Sie sich besser abgrenzen können. Vielleicht sollen Sie auch daran arbeiten, dass Sie nicht mehr so verbittert sind und alle Frauen oder alle Männer über einen Kamm scheren, weil Sie mal betrogen worden sind. Und dass Sie aus alten Mustern ausbrechen. Was auch immer, machen Sie sich doch dazu mal einen Plan, gerne schriftlich. Und den setzen Sie dann um. Mein vierter Tipp ist, werden Sie wütend. Tja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber eine Portion Wut tut manchmal so richtig gut. Und zwar gibt sie Ihnen Energie. Schimpfen Sie ruhig mal so richtig lautlos, verdammt nochmal, warum gerade ich? Warum passiert mir das jetzt? Oder warum passiert mir das jetzt? Ballen Sie auch mal so richtig die Fäuste. Und dann nehmen Sie die Situation sportlich. Sagen Sie entschieden, nicht mit mir. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Oder euch werde ich es noch zeigen. Ich zeige euch noch, wie stark ich bin. Oder wie clever ich bin. Oder wie tapfer ich bin. Zeigen Sie das, wem auch immer. Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, den Vorgesetzten, vielleicht auch den Ärzten und Ärztinnen oder dem Schicksal. Wem auch immer. Und noch etwas, was Sie vielleicht auch, was Ihnen vielleicht auch Energie gibt, außer Ihrer Wut, das ist, wenn Sie dazu Musik hören, die Ihnen Schwung gibt. Ich nenne das Power Songs. Und immer, wenn ich so einen richtigen Energieschub brauche, weil mir etwas Unangenehmes bevorsteht, dann hole ich mir diese Songs auf die Ohren und das gibt mir dann die entsprechende Kraft. Übrigens, ein Tipp. Ein Lied, was sich dazu sehr gut eignet, ist von Gloria Gaynor, I Will Survive. Können Sie ja vielleicht mal googeln. Mein fünfter Tipp ist, tun Sie sich etwas Gutes. Niemand kann immer nur stark sein. Und Sie müssen auch mal auftanken. Überlegen Sie, was Sie sich Gutes tun können und gönnen Sie sich das. Etwa einen geruhsamen Spaziergang mitten im Arbeitsstress. Oder ein warmes Bad, in dem Sie sich so richtig entspannen. Oder Sie schauen sich einen inspirierenden Film an. Oder ein Gespräch mit einem verständnisvollen Menschen. Auch das gibt sehr viel Energie und Kraft. Oder Sie kaufen sich eine Kleinigkeit, mit der Sie immer schon geliebäugelt haben und machen sich so eine Freude. Bei besonders schwierigen Situationen, die auch sich über längere Zeit hinziehen, ist auch sehr bestärkend eine Psychotherapie oder ein Coaching. Das nur mal ganz nebenbei. Nun, diese fünf Tipps können Ihnen helfen, sich stärker zu fühlen und es damit auch zu sein. Ich wiederhole sie noch einmal. Mein erster Tipp, benennen Sie das Problem um. Zweiter Tipp, vergleichen Sie sich nach unten. Dritter Tipp, fragen Sie sich, was kann ich daraus lernen? Viertens, werden Sie auch mal wütend. Fünftens, tun Sie sich etwas Gutes. Und wenn Sie noch gründlicher daran arbeiten möchten, Stärke in Krisen zu gewinnen, dann hilft Ihnen dabei auch mein Buch, nämlich dieses hier. Krisen bewältigen und Chancen nutzen, so sieht es aus. Das gibt es, da es leider beim Verlag vergriffen ist, nur noch bei Amazon. Und Sie können es sich aber auch als E-Book bei Thalia bestellen. Und für Frauen gibt es auch noch meinen Kurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Alle Infos dazu und einen kostenlosen Schnupperkurs und wie Sie den Kurs bestellen können, finden Sie auf meiner Website www.vlodarek.de unter Angebote. Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und wenn Sie weitersagen, dass es den Kanal gibt,
damit auch noch andere davon profitieren können. Ja, und dann natürlich freue ich mich sehr über Ihre Kommentare, weil dann bin ich mit Ihnen verbunden und wir sind alle untereinander verbunden und wissen, was Sie jetzt speziell zu diesem Thema für Erfahrungen gemacht haben. Nun wünsche ich Ihnen aber erstmal ganz viel Stärke und Energie in dieser Krise, sei sie nun allgemein oder auch persönlich, und dass Sie wirklich die Kraft finden, sich darin zu bewähren und sie zu überwinden. Alles Gute für Sie.